Ein kühnes Projekt hat die Domgemeinde Güstrow gestartet. An allen Sonnabenden während der Passionszeit soll die Bibel im Domgemeindehaus vorgelesen werden. Dazu haben sich Interessenten in eine Liste eingetragen. Gelesen wird nonstop zwischen 9 und 21 Uhr bei einer einstündigen Mittagspause. Jeder Vortragende liest eine Viertelstunde. Zuhörer können jederzeit in das Domgemeindehaus kommen und es natürlich auch zu jeder Zeit verlassen. Begonnen wurde die Lesung am vergangenen Sonnabend mit dem Anfang der Bibel, dem ersten Buch Mose und den Worten »Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde«. Auf dem Lesestuhl nahmen unter anderem Simone Neik, Bernhard Pasch und Frank Lehmann Platz. Dompastor Christian Höser las einige Kapitel aus der Josef-Erzählung. Als ihr aber das Leben entwich und sie sterben musste, nannte sie ihn Ben-Oni. Aber sein Vater nannte ihn Benjamin. So starb Rahel und wurde begraben an dem Wege nach Ephratan, das nun Bethlehem heißt. Und Jakob richtete einen Stein auf über ihrem Grab. Das ist das Grabmal Rahels bis auf diesen Tag. An den Samstagen gibt es noch freie Lesezeiten. Wer sich ebenfalls als Vorleser in das Projekt einbringen möchte, sollte sich im Büro der Domgemeinde oder bei Pastor Höser melden und eine Vorlesezeit vereinbaren. Ein Diskussionsabend über die Bibel wird an jedem Donnerstag zwischen 19 und 21 Uhr im Domgemeindehaus angeboten.